Ich zieh mal meinen Shortsword hier vorne direkt neben das Schwert. Komm runter! So. Ich richte so lange hier so schön ein. Und so eine Spitzhacke konnte ich mir auch nicht herstellen. Ne, ich auch nicht. Sag mal, wie viel Eisen braucht man dafür eigentlich? Oder wie viel Kupfer? Keine Ahnung. Und wie ist das überhaupt mit Mana? Mana, diese Sternschnuppen, ich weiß nicht, ob du schon eine gesehen hast, die fallen so immer vom Himmel, sind irgendwo. Wenn man die aufsammelt und 10 Stück, kann man von denen zu einem Mana-Kristall machen. Für einen Mana-Kristall kriegt man einen, also noch hast du gar keine Mana und später bekommst du so komische Sterne rechts am Rand. Da bringt dir ein Stern irgendwie, was weiß ich, 20, 40, 50 Mana. Aha. Und dasselbe ist mit dem Leben. Das Leben ist erweiterbar. Lass uns in die Höhle gehen. In Dungeons sind manchmal so komische Herzkristalle. Erinnert auch so ein bisschen an Zelda. Und wenn man die zerstört mit dem Hammer, kriegt man auch so ein Life-Crystal. Hier unten sind gelbe Schleime. Was zur Hölle? Was? Komm mal her. Wo bist du denn? Und da, wo wir vorhin waren? Ja. Die kommen nicht zu mir hoch mit ihren Sprüngen. Oha. Warte mal, Fackel. Du gehst vor, ich fackel vor. Ich fackel nach. Ich geh ganz sicher nicht vor. Ich geb dir du hast 84 HP. Ich muss erstmal Pilze mampfen, bis ich wieder. Oh, da unten ist Kupfer, ich will das Kupfer haben. Das ist glaube ich auch Eisen oder so. Oder vielleicht sehe ich das mal runter, ne? Hm? Ich geh doch nicht runter. Jetzt geh ich runter. Das ist übelst laut, der Sound von den Viechern. Wow. Ich helf dir. Nein. Komm her. Ich helf dir nicht. Ich helf dir. Wo bin ich? Oh, cool. Ich sehe gar nichts mehr. Du bist tot. Wieso bist du gestorben? Boah. Lass mich nicht alleine! Yellow Slime. Ich bin auch tot. Hier unten liegt unser Geld. Wir müssen sofort wieder nach unten. Ja, kein Problem. Ich hol das schon. Das Shortsword ist voll schlecht, ey. Hab ich dir direkt gesagt. Aber dass du dir mein Geld unter den Nagel reißen willst, ist mir auch klar. Ja. Ey, der Zombie haut mich schon wieder doppelt. Mann, Mann, Mann. Mein Geld. Unser Helper steht jetzt im. Wieso hast du vor die Tür? Du! Mein Geld. Ich muss mich jetzt Rücken an die Wand gegen Zombies verteidigen. Mein Geld. Mal hoch und helf mir bitte. Ja, ich komm nicht rein. Ich hab das Geld. Ja, ist mir egal, helf mir. Ich komm nicht rein. Sonst sterb ich. Komm mir aber nicht hoch. Doch, tust du. Wie denn? Krepier Zombies! Hilfe! Ah, ich komme hier nicht mehr hoch. Autsch. Da kommt der nächste. Statt dass die mich mal kurz in Ruhe lassen zwischendurch. Und da kommt der nächste. Und noch ein Wurm. Ich helfe dir. Au. Ich sehe gar nichts mehr, ist so dunkel. Der Wurm! Wir haben einen Wurm! Ja, der hat mich vorhin auch schon attackiert. Mann! Nein! Wo kommen die ganzen Zombies? Oh, cool, Geld. Du! Wer hat denn hier eine Erdmatte? Gib mein Geld her! Weißt du, was ich jetzt mache? Was? Ich nehm den Geheimgang. Ah, cool. Darauf bin ich vorhin auch schon gekommen. So. Da habe ich ihn. Hooray! Viel Spaß beim Geld holen, du kommst da nicht mehr hoch. Weil da kann man irgendwie keine Plattform oder so bauen. Hier ist wieder so ein Wurm. Du bist auch so ein Wurm. Wurm. Geld. Tot. Ich hab Wurm getotet. Ich hab Geld. Penner. Gib
mir mein Style Geld. Style und das Geld. Zitierst du da jetzt irgend so einen Rapper? Ja. Verdammt. Oh, das Eisen. Wie gut, dass ich das entdeckt habe. Was wären wir nur ohne mich? Stirb, Schleim! Stirb, stirb, du! Da ist auch noch mal wieder so ein Wurm hier. Ja, ja, mach das mal. Oh. Du hast ihn getötet. Das ging aber schnell. Cool, jetzt Lehm. Kann man ja nicht den steinigen Hintergrund hier auch abbauen? Was? Nee, das ist, ja. Keine Ahnung. Kannst ja mal ausprobieren. Ich tu mal das Wasser hier wegmachen. Wieso, ist doch voll cool. Nee, nix nicht? Da. Wieso nicht? Weil flüssig und so. Und. Oh. Weil Baum. Ich hab Kupfer. Das ist ein Spinnweben. Kann man die irgendwie anzünden, die Spinnweben? Haha, da ist ein Zombie bei dir. Und? Keine Ahnung, was da jetzt los ist mit dir, wenn da ein Zombie ist. Du stirbst sicher gleich, weil du so voll der Loot bist. Klar, ich buddel mich jetzt hier rechts raus. Wir haben Ziegelsteine. Hurra! Ich habe übrigens eine weiterführende Höhle gefunden. Hurra! Wo? Ich will auch. Die bringt nur so einen kleinen Wasserkanal. Geh mal tauchen. Okay. Das hier ist eher ein Planschbecken wie ein Wasserkanal. Gluck, gluck, gluck. Gluck, 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 gluck. Na ja, jetzt geht's mir wieder gut. Irgendwie steht das Wasser da. Ja, das soll so. Das muss so sein. Ja. Oh. Ey, nein! Unsere Fackel! Irgendwie ist es dunkel geworden. Nein! Ich glaube, die Höhle bringt uns nichts. Wir brauchen mehr Erze. Eindeutig. Findest Erz. Du das nicht auch? Nee. Wieso nicht? Wir wollen Erz haben. Voll viele Edelsteine gefunden. Du hast da hinten Oh, ich hab was. Was hast du? Nee, wir haben vorhin. Aber Edelsteine bringen uns nichts, wir brauchen tolle Waffen. Ja, erstmal müssen wir das Haus weiter ausbauen. Kommt ein Händler und dann können wir das verkaufen. Okay. Dann können wir zum Beispiel Sachen wie so ein Mina-Helm, mein Helm da kaufen. Dann haben wir immer Licht. Sehr cool. Ja, ich hab mir hier mal so ein Loch durch die Wand. Ich geh mal weiter bauen jetzt, bis der scheiß Merchant da kommt. Okay. Wie viel müssen wir denn da bauen ungefähr? Weiß ich nicht. Der, wie gesagt, diese Kriterien. Tisch, Stuhl, geschlossener Raum, also mit Hintergrundwall und so weiter. Und kann man die Kriterien irgendwo nachlesen? Nö. Ach, es wird Tag. Also doch, bestimmt, aber. Ja, ich meine jetzt in-game, nicht online. Nee, in-game glaube ich nicht. Der Guide ist bei uns zu Besuch. Wie gut, dass er sich hier ein Zimmer eingerichtet hat. Echt? Ja. Nice. Das die heißt, wir spawnen jetzt da, oder wie? Die erste Etage, nö. Das heißt, der wird uns hier auf den Sack gehen. Oh. Unpraktisch. Wo soll man denn hier noch weiterbauen? Das wird ein Hochhaus. Wenn wir jetzt halt ein Hochhaus. Der hat sich ein Zimmer eingerichtet? Ja, ich meine, der gammelt jetzt ganze Zeit auf der Etage. Überleg mal, wo er vorher war. Oh. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ein Guide zieht meistens nur ein Haus, wenn es groß ist. Okay. Underground the Crystal Hearts, used to increase your max life. Ja, ich will ein Kristallherz haben. Wo? If you gather 10 Fallen Stars, you can combine to create an item that increase your magic capacity. Ja, ich will Mana haben. Du liest das gerade noch vor. Ja, und ich will, Sterne fallen vom Himmel, das hast du mir schon erklärt. Ja, du willst vieles haben. Ja, wir müssen Häuser bauen für die Leute. Instead of a door, es braucht eine Tür, einen Stuhl, einen Tisch und eine Lichtquelle. Ah, die Kerze. Wir brauchen also Gold, müssen wir finden. Nee, Lichtquelle sind glaube ich auch Fackeln. Nein, eine feste Lichtquelle ist eine Kerze. Okay. Da müssen wir Gold finden, also weiter graben. Wir müssen 50 Silbermünzen sammeln, damit wir, Ah ja, stimmt, und damit das auch. Ein Ding jetzt. Ja, lass das erstmal probieren. Ich hab schon einen Goldcoin, also... Ja, lass ich weiß nicht, ob wir beide 50... 50 Silbermünzen brauchen wir.
Ich habe also, 9 Silbermünzen. Ich habe 36 und ein Goldcoin. Und ein Goldcoin. Mach mal den Goldcoin zu Silbermünzen. Okay. Wie viel hast du? 9. Warte, ich mach mir genau, dass ich 50 hab. Das sind 14. Da. Nimm. Okay, jetzt hab ich. Jetzt noch die Kerze. Haben wir irgendwo Gold? Nee, Greetings, Tom. Is there something I can help you? Nein. Grappling Hook. 3 Chains. Ich hab einen Iron Chain. Wir brauchen 3 Chains. Ja, und eins kostet 2 Eisen. Aber wir brauchen noch von Zombies oder so, brauchen wir noch den Hook. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob man das ja dann Räume nennen kann, wenn sie keine Türen haben. Warte, ich habe eine Kiste. Wir könnten theoretisch hier noch ein zweites Haus vorne dran bauen. Nochmal so hoch und nochmal mit ganz vielen Räumen. Ja, ja. Würde aber kacke aussehen. Aber egal. Wo soll ich die Kiste hinplacen? Ich tue die einfach mal. Ja, mach sie mal in die Wohnung von unserem Guide. Da so, können wir schon mal die Edelsteine reinhauen. Ich mach mal, ja, mach ich mal. Ach, geht nicht, während du drin bist. Wie dumm ist das denn? Das muss gleichzeitig gehen. Silbererz könnte ich könnte mal ein bisschen einschmelzen, hier fällt mir gerade auf. So, dann könnte ich noch Kupferbarren machen. Ah, ich kann ja, Seide machen aus die Linsen, die Linsen von den Augen, die müssen wir in der Kiste sammeln. Wenn wir 10 Stück haben, ich weiß noch nicht, wie genau das funktioniert, können wir so Bosse beschwören. Aha. So, ich kann auch ein bisschen Seide da rein, Herr Mann. Seide? Ich komme gerade nicht rein, wo, wenn du drin bist. Ach so, wenn man... Ja, stimmt, aus Spinnennetz. Aus Seide und Holz kann man, glaube ich, ein Bett bauen. Das können wir gleich mal machen, oder? Ja, mach das. Wie viel Seide brauche ich dafür? Weiß ich nicht. Oh, Merchant has arrived! Hurra! Oh, sag ich doch, es sind gar keine Kerzen hier. Hä, was hast du denn gemacht? Ja, einfach die 50 Silbermünzen. Aber ein Bett kann ich trotzdem noch nicht machen. Was verkauft der denn so? Ich mach ja, jetzt aber auch mal so ein... Oh so ne, der kostet aber 8 Gold. Wobei, so ein Kupferschwert mache ich jetzt nicht. Das kostet 8 Gold. Sparschwein kaufen, der Sparschwein, das... da siehst nur du deinen eigenen Inhalt. Das ist dumm, braucht man nicht. Ich hol mal die Edelsteine raus und verkauf die. Jo. Oder brauchen wir die für sonst irgendwas anderes? Nicht, dass ich wüsste, also. Shop. Kann ich da hier was sellen? Sellpreis 90 Silber. 4 Gold pro Rubin. Geil. Wobei, nee, insgesamt 4 Gold, verdammt. Oh. Schade. Vielleicht reicht es für einen Mining-Helm, dann kann einer immer vorausgehen, ansonsten beide kaufen einen. Jo, 8 Gold braucht er. Wie viel Geld hast du noch? Ich habe gar kein Gold, ich habe nur 50 Silbercoins. Achso, warte, ich kann. Ja, ich könnte höchstens Kupfer verkaufen, aber das ist auch blöd. Das bringt so gut wie nix. Nee, warte, ich kann diese Eicheln hier verkaufen für 1 Silber und 6 Ich verkaufe mal unsere 2 Schmieden. Die Healing Potion braucht man nicht. Piggy Bank ist kacke. Copper Pickaxe, Copperzeug braucht man nicht. Piggy Bank ist nur für größere Server, dass du zum Beispiel dein Geld da drin lagern kannst und ich es nicht sehe. Ja, und mein komisches Shortsword verkaufe ich auch mal. 2 Silber, 80 Kupfer ist zwar sehr wenig, aber egal. Das bringt echt nix. Ich hab hier noch so eine Silberbarren, was kann man mit dem machen? Nee, lass den lieber, wir haben noch keine Waffen und so. Okay. So, dann geh ich mal in diese Kiste hier. Und hau den Silberbarren da rein. Ups, ich hab nur meine Axt weggeworfen, das war nicht schlau. Und die Seide brauchen wir auch mehr. Hast du noch Spinnenweben? Nee, die habe ich auch da abgebaut, irgendwie. Ah, verdammt. Ja, wir brauchen mehr Seide für das Bett dann, glaube ich, oder? Warte mal, hab ich überhaupt genug Holz? Ja, ich habe auf jeden Fall genug Holz, 182. Ja, bauen wir jetzt noch ein zweites Gebäude hier dran, oder wie? Ja, ich sammle so lange Holz. Du kannst so lange vielleicht mal schauen. Ja, ich habe jetzt 2 Stacks, glaube ich. Nee, ein. Aber das reicht ja. Hurra, Baum. Baum, 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 Baum.